TJ passt gut zusammen, okay. TJ, wir gehen rein. Katja Krasavice und Juju haben Beef, Talle wird Vater. In der Folge? Okay, gehen wir rein. Hallo! Heute gibt es wieder wilde Themen. Unter anderem geht es heute um den Video. Ah ja, da geht's drum. Okay, dann gucken wir rein. Er fasst eigentlich ganz gut zusammen. Dann ist er tipptopp. Unter anderem geht es heute um ein Video von der lieben Desi, in dem sie über Instagram-Models reden, die für sehr, sehr, sehr viel Geld echt heftigen, abgefahren, kranken Scheiß machen. Bei einer anderen YouTuberin gab es während der Schwangerschaft. Leute machen kranke Scheiß für Geld? Das ist was ganz Neues. Schwangerschaft, leider miese Komplikationen. Ich erkläre euch alles um den Moneyboy 98 Millionen Dollar Deal. Und die YouTuberin Katja Krasavice und die Rapperin Juju haben sich mal wieder ein bisschen gebieft. Oh, wo wir gerade schon bei Katja Krasavice sind, ne? Also der Beef, den habe ich nicht mitbekommen, aber ich habe das mitbekommen, das neue Video von denen. Und zwar mit Dieter Bohlen, Hier Hart, Mama Soul, ne? Also ich bin echt, ich bin eigentlich ein Fan davon, eher so positive Sachen zu sagen und nicht so negative Sachen. Ich mag es gerne, was Positives auch zu sagen und so. Aber das fand ich richtig schlecht. Und ich mag Pietro Lombardi sogar richtig gerne. Und ich fand Pietro Lombardis Part war auch okay. Aber das fand ich richtig schlecht. Das war bis jetzt das schlechteste Musikvideo jemals von Katja Krasavice. Und ich finde viele von den Sachen von ihr ultra lustig. Onlyfans von ihr finde ich lustig. Doggy, Pussy. Es sind lustige, gibt lustige Songs von Katja Krasavice. Kann man nichts gegen sagen, sind lustige Sachen. Aber das war sowas von lame. Ist Real Talk eine wilde Woche mal wieder gewesen. Aber jetzt heißt erstmal, wie immer, let go. The King goes. Die YouTuberin Desi hat ein sehr, sehr krasses Video über Instagram Dubai Models gemacht, beziehungsweise über Dubai Porta Potties gemacht. Es wird Zeit, dass wir über die Dubai Porta Potties reden. Wieso hat sie so viele Dislikes bekommen? Weil sie das Video kopiert hat 1:1 aus so einem Ami-Beitrag, was eben im Chat geschrieben wurde? Kann sein, ne? Ja, naja. Aber ganz kurz, damit ihr jetzt den folgenden Part checkt. Es geht nicht um klassische Instagram-Influencerinnen oder Instagram-Models, die halt mit Kooperationen oder sonstigen... Sie blockt auch Kommentare. Ja... Hauptsache, man hat was über das Thema gesehen, ne? Aufträgen, ihr Geld verdienen und sich dann ein Leben in Dubai und mit dem ganzen Luxus finanzieren können. Sondern es geht halt um Instagram. Sie hat das Video 1:1 von einer Bloggerin übernommen, einfach aus Englisch übersetzt. Hat sie ihr keinen Shoutout gegeben? Das ist schade von Desi. Schade. Instagram Models, die jetzt keine wirkliche Reichweite haben und auch keine weiteren Aufträge haben, also quasi arbeitslos sind, aber trotzdem ein Leben in Saus und Braus führen können. Weil ein paar dieser Leute verdienen ihr Geld dadurch, dass sie sogenannte Porta-Potties sind. Die 1:1 Übersetzung von Porta-Potty ist übrigens mobile Toilette oder halt als mobiles Toilettenhäuschen. Dixi-Klo bekannt hier in Deutschland. Und warum man diese Leute so bezeichnet, hat Desi in ihrem Video eigentlich recht gut erklärt, fand ich. Und die zweite Bedeutung laut Urban Dictionary lautet: teure Escort-Damen, die von reichen arabischen oder europäischen Männern gekauft werden. Ach, es wurde von der Bloggerin auch gestrikt. Ah, krass. Also gab es richtig Beef bei Desi. Eieiei. Ich habe von Desi bis jetzt noch nicht so viel gesehen, nur das Metaverse-Video. Und das fand ich ein bisschen bad. No hate. So, es war einfach kein gutes Video, das Metaverse-Video von Desi. Das wirkte auch sehr, ja, wirkte einfach, ja, so, war so ein bisschen Time-Waste. Aber ja. Um auf Yachtpartys für 30.000 Dollar zu gehen. In Wirklichkeit werden diese Frauen jedoch auf diese Boote gebracht, um Also es werden Frauen in Dubai auf Luxusjachten gebracht, damit Leute da reinscheißen können. Das ist ja was ganz Neues, dass in Dubai menschenverachtende Dinge stattfinden. Hä, da hätte ich ja nie mit gerechnet. In Dubai? Das hätte ich ja niemals erwartet. Daher der Name Porta Potty. Halt, eine menschliche, mobile Toilette. What the fuck, Alter. Und Desi erklärt in ihrem Video auch, woran man diese sogenannten Porta Potty... Übrigens, das Video, da wo ein Mann in Dubai einer Frau in Dubai scheinbar in den Mund scheißt, das wurde auch überall im Internet verbreitet und Twitter ist ja, auf Twitter ist ja Pornografie, ob man es so nennen kann oder einfach nur... Ja, weiß ich nicht. Ist jetzt auf Twitter ist erlaubt, sowas zu posten und auf Twitter gibt es das. Auf Twitter gibt es das Video auch zu sehen. Also falls jemand von euch das Video sehen will, ich kann euch nur davor warnen, guckt es euch lieber nicht an, weil ich habe auch selten, so einen massiv ungesunden Stuhlgang gesehen. Also wirklich einen ungesunden Stuhlgang. Der junge Mann, der da in den Mund der jungen Dame reinscheißt, hat wirklich nichts Gesundes gegessen davor. Also das habe ich echt noch nie erlebt. Das ist wirklich eine ganz andere Nummer. Und ich es gut erkennen kann. Wenn eine weibliche Freundin ständig Bilder von Einkaufstouren in Dubai postet und ein Ordner mit Bildern von sich und ihren Freunden auf einer Yacht hat, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder in Saint-Tropez Champagner... Hat meine Schwester mir gezeigt. Meine kleine Schwester hat mir das gezeigt.
Da hab ich habe nicht mal eine Miene verzogen, weil die Sache ist, mich kann nichts mehr aus Dubai schocken. Also, wer jetzt auch denkt, dass das so schlimm wäre, dass sich da Leute in den Mund scheißen lassen, also, nachdem Menschen sich wirklich for real in Katar und auch eben in anderen Arabischen Emiraten und so totarbeiten für Fußballstadien, schockt mich gar nichts mehr. Also mich schockt das gar nicht mehr, dass es, da wird einfach moderner Sklavenhandel betrieben, ob da jetzt irgendwelche Fetischspiele ablaufen, irgendwas mit in irgendwo reinscheißen oder so, ob sich da Leute irgendwo aus den Philippinen da geangelt wird und dann werden die Leute da zu Tode geschuftet. Mich schockt in Dubai gar nicht mehr. Das ist einfach ein ganz, oder in Dubai oder Katar, das ist für mich, da gibt es ganz viele kranke Nummern, da ist wirklich Geld über den Menschen und Moral hat da gar keinen Platz. Falls ihr irgendwelche Influencer oder irgendwelche Models seht, die viel in Dubai abhängen und ein Good Life haben, dann wisst ihr jetzt ungefähr auch, was die so für ihr Geld tun. Trinken ist sie ein Porta-Potty. Yep, in Dubai, aber auch andere Jet-Set-Orte wie Ibiza, Saint-Tropez und Mykonos haben unter anderem beschlossen, dass es viel Spaß macht, Instagram-Models dafür zu bezahlen, dass man schreckliche Dinge mit ihnen macht. Und ich rede hier nicht nur über ein bisschen 50 Shades of Grey Action. Als Anfangsbeispiel hat Desi übrigens ein Video gezeigt, wo ein sogenanntes Porta-Potty darüber spricht, wie sie mal 50.000 Euro dafür bekommen hat, dass ein Dude Hummus von ihren Füßen lecken darf. I'm willing to come to Dubai to Sultan Ali. And I will let Mr. Ali lick the hummus off my feet. Mr. Ali is paying me $50,000. Also halten wir fest, es gibt sehr, sehr reiche Männer, die sehr hübschen Frauen sehr viel Geld dafür bezahlen, dass sie heftige, abgefuckte Scheiße mit ihr machen dürfen. Okay, klingt im ersten Augenblick weird, aber wenn alle damit einverstanden sind und man auch keine Gesetze bricht oder Dritte mit einbezieht, Kinder oder Tiere oder was auch immer mit einbezieht, ist es ja eigentlich vollkommen fein, aber oder? Aber sind Tiere oder Kinder überhaupt richtig? Oder? Problem ist, die Sachen sind halt eben nicht nur exotisch wie dieses Hummus von Füßen lecken, was ja noch vollkommen fein ist, sondern halt, naja, die Sachen gehen halt teilweise absolut nicht in Ordnung, die da angestellt werden. Es werden in sexuellen Aktivitäten Kinder mit einbezogen. What? Okay, so gut habe ich mich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt. Es wird ja noch kranker, Alter. Es werden in sexuellen Aktivitäten teilweise Tiere mit einbezogen. Okay. Tret mir vor die Füße und du bist Game Over. Feierabend. Und es macht mir auch oft den Anschein, als wenn bestimmte Aktivitäten einfach nur gefordert werden für die reine Belustigung des Scheichs. So nach dem Motto, wie tief kann eine Person für Geld fallen? Dazu aber jetzt Triggerwarnung, weil die nächsten Sachen werden wirklich ein bisschen heftiger. Okay, wenn die nächsten Sachen heftiger sind, zieh es mal ganz kurz aus dem Bild, weil ich weiß nicht genau, was er jetzt zeigt. Klickt auf diesen Timecode hier, ab da wird es wieder ruhiger und entspannter, sag ich mal, falls ihr mit heftigen, widerlichen Dingen nicht klarkommt. Dazu aber erstmal, woher habe ich die folgenden Screenshots, die ihr gleich im Bild sehen werdet? Desi hat in ihrem Video eine Seite vorgestellt, die Texas Sponsor hieß. Und auf dieser Seite werden halt eben eine Menge Chatverläufe mit diesen sogenannten... Okay, also es ist nichts... Boah... Es ist nichts... was gegen die TOS ist, aber es ist schon sehr grenzwertig. Man muss aber auch dazu sagen, dass viele dieser Chats sehr wahrscheinlich nur entstanden sind, um zu gucken, wie weit diese Porta-Potties halt eben für Geld gehen würden. Also diese Typen sind halt eben oft keine wohlhabenden Männer, sondern einfach irgendwelche Randoms, aber die Girls in den Chats sind halt eben echt. Aber meines Erachtens macht es auch gar keinen so großen Unterschied, ob die Sachen wirklich durchgezogen wurden oder halt eben nicht. Der Fakt ist halt trotzdem immer noch im Raum, dass diese Girls diese geforderten Sachen eben für diese bestimmten Summen machen würden. Aber was sind das genau für Dinge, die da gefordert werden? Und boah, ich weiß nicht, ob ich die selber sehen will. Okay, wenn der erste Screenshot mir zu krass ist, dann skippe ich das, dann könnt ihr euch das privat angucken. Wenn der erste Screenshot zu krass ist, werde ich skippen. Wir fangen jetzt erstmal ein bisschen harmloser an. So gibt es zum Beispiel einen Dude, der einer Frau 10.000 Euro dafür zahlen möchte, dass sie ihm eben einen Job gibt und dabei seinen Furz inhaliert und ihn wie eine Bon quasi in der Lunge hält. Okay, das ist schon krass. Das ist schon wild. Das ist schon wild, aber das haben bestimmt auch schon Sexarbeiterinnen für deutlich weniger Geld gemacht. Nichts, was mich jetzt schockt, okay? What the fuck, man? Hat TJ ein bisschen was gebufft vor der Show? Der hat ganz schön rote Augen. Der hat ganz schön rote Augen, Alter. Und sie kommentiert einfach im Chat dann darunter, ist halt ein profitabler. That's a profitable job. Es ist Fakt. Es ist Fakt. Bleib Job. What the fuck? But the 18, I leave, so you really have to come next week. Where leave to? USA. Fuck. Sie musste, by the way, dazu noch einen Geheimhaltungsvertrag unterschreiben, dass sie ihn eben nicht leaken darf. Plus, sie hat ihn aber geleakt. Sie musste noch ein Video aufnehmen, dass sie consent mit dem ganzen Stuff ist und dass sie halt eben mit dem Fetisch einverstanden ist und den auch kennt. I'm consent and I understand why I'm coming to you and I'm okay with your fetish and I promise to keep confidentiality. Es gibt aber auch noch eine weitere Sache, die bei der ganzen Thematik sehr krass anzusehen ist, und zwar hat er sich manchmal mit Nachrichten so ein, zwei Tage Zeit gelassen. Naja, ich sag mal so, ich will überhaupt keine Fetische shamen hier. Ist nicht mein Ding. Also ich muss mir jetzt nicht so in den Mund furzen lassen, so, das inhalieren, oder ich möchte es auch bei anderen Leuten nicht machen. Ist nicht mein Ding.
Aber ich möchte jetzt überhaupt gar keine Fetische hier schämen, ne? Also wer sich gerne in eine Windel reinwirft und dann irgendwie irgendeinen Scheiß macht oder sich... Also es gibt so die krankesten, es gibt so die wildesten Fetische, das soll jeder machen. Solange alle damit einverstanden sind und sie keine Gesetze brechen und eben, wie TJ auch gesagt hat, keine Minderjährigen oder auch Tiere mit involvieren, weil das sind Menschen, die keine, oder Menschen und Lebewesen, die nicht selbst entscheiden, ob es cool ist oder nicht, ne? Aber prinzipiell weiß ich nicht. Moralisch schon grenzwertig. Und sie wurde dann immer sehr schnell sehr panisch, so nach dem Motto, ey, machen wir es jetzt, bekomme ich mein Geld, findet diese ganze Aktion statt. Also sie hatte wirklich richtig Bock auf das Treffen. Und dass diese Instagram-Models sich super krass auf das Treffen beharren und halt super schnell super viele Nachrichten schreiben, sobald er sich nicht meldet, gibt es halt auch noch in anderen Fällen. Wie im nächsten Beispiel, da wollte halt ein Dude sich mit zwei Instagram-Models treffen und mit denen wirklich sehr, sehr heftigen, weirden Stuff machen. Also sie sollten sich von ihm ankacken lassen und sollten seinem Kamel einen runterholen. Okay, da geht's für mich zu weit, weil sobald Tiere involviert sind, da habe ich auch kein, also ist für mich auch keine, das andere ist ja noch so, da kann man drüber lachen, aber sobald da Tiere involviert sind, dann sehe ich rot. Dann bin ich richtig, richtig angepisst, bin ich richtig sauer. Da würde ich die Leute am liebsten, also wirklich, ich bin echt gegen Gewalt, aber das sind, da würde ich die Leute am liebsten wegklatschen. Also das macht mich einfach nur aggressiv. Wir haben jetzt den Part geskippt, weil sobald Tiere oder so involviert sind oder auch Kinder, also das ist für mich so, nee, also das macht mir so die Laune kaputt. Da werde ich, das ist etwas, da kann ich gar nicht mit umgehen. Kurze Mini-Random-News noch eingeworfen, die ich gestern Abend noch gesehen habe. Und zwar scheint es so, als wenn Tuttle Vater wird. Zumindest hat er gestern dieses Bild hier auf Instagram gepostet. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass er jetzt Dad wird. Also, was soll es sonst bedeuten? Aber ey, auf jeden Fall, mein Glückwunsch. Keine Ahnung, dass er irgendwie weird oder cringy ist oder sowas, aber irgendwie macht es mich auch glücklich, als ich das Bild gesehen habe. Also ich dachte so, oh, krass, der wird Vater. Was ist denn daran cringy? Ist nichts cringy dran, ist einfach süß. Herzlichen Glückwunsch. Ach doch, irgendwie. Irgendwie finde ich schön. Liebe geht raus an dich, Tadl, und viel Erfolg beim Vatersein, ne? Ich glaube, du packst es aber. Ich find's sweet. Katja Krasavice und Juju hatten mal wieder Beef. Warum? Warum hatten die Beef? Was ist denn da schon wieder los? Aber bevor ich genau sage, was passiert ist, eine kleine Mini-Vorstory, weil die beiden hatten sich schon mal in den Haaren. Juju hatte vor einiger Zeit Katja nur als YouTuberin auf Twitter vorgestellt. Mach mal Feature mit Flair. Ich weiß, dass er weiß, dass es nicht mehr möglich wäre. Und nicht eben als Wäre aber miese Kombi, no cap. Wollten wir ja, aber er hat mich nicht respektiert. Also hat er verkackt und musste dann fast mit YouTuberin machen. Musste dann Feature mit YouTuberin machen. Ja, hat mit Dings gemacht. Musikerin, wo ich nicht mal genau weiß, ob das jetzt sogar als Diss gemeint war. Aber auf jeden Fall fand Katja es nicht so geil, nur als YouTuberin betitelt zu werden. Und hat dementsprechend so ein bisschen zurückgefrontet. Und schrieb dementsprechend in ihre Story, dass man Juju doch jetzt mal finally die Millionen Follower auf Instagram voll machen soll. Weil es ja eine Frechheit wäre, dass Rapperinnen so lange für halt die Followerzahl brauchen. Und flex halt unterbewusst damit, dass sie ja 3 Millionen Follower hat und Juju halt nicht mal 1 Million. So, ne? Also, ja. Aber was ist jetzt passiert, dass die beiden sich wieder in den Haaren haben? Es ist folgendes TikTok aufgetaucht, was jetzt auf der Tour von Juju entstanden ist. Ich weiß. Was hat sie gesagt? Ich bin nicht Katja Krasavice? For real nicht, ob das jetzt wieder als Diss gemeint war. Aber ist ja auch egal, auf jeden Fall. Ach so, die Zuschauer haben gerufen ausziehen, weil sie irgendeinen Witz gemacht hat. Dann sagt sie Spaß. Ich bin nicht Katja Krasavice, okay. Und Katja Fernandes hat Katja dieses TikTok gesendet. Ich glaube, da will jemand gerne wieder Hilfe bei 1 Million Follower. Einfach niemand kommt klar auf dich, aber das wussten wir ja schon. Und noch als Text dazu geschrieben, ey, Juju braucht mal wieder Hilfe bei ihren 1 Million Followern hier. Und Katja schrieb dann halt in ihre Story. Ach, bei Juju geht's schon lange nicht mehr um die 1 Million Follower. Es geht eher darum, dass sie die 9 vorne nicht verliert. Sorry, dass Juju halt nicht Hilfe bei den 1 Million Followern braucht, sondern halt eher Hilfe braucht, die 900.000 Follower nicht zu verlieren. Hat inzwischen eine Zeit wieder Follower verloren. Oh, es ist ein bisschen Kindergarten, aber okay. Auch da muss ich sagen, ich weiß halt nicht, ob das so ein harter Diss ist, zu sagen, haha, du hast nur 900.000 Follower. Was bist du für ein Loser? Also. Aber naja. Weiß ich nicht. Bisschen unangenehm, bisschen cringe. Ein Plan, ob die beiden sich weiter anbiefen, aber ihr wisst, falls ja, erfahrt das auf jeden Fall hier in der Show. Deswegen, falls ihr es nicht verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal. Und jetzt geht's weiter zum nächsten Thema. Mit der nächsten News wollte ich mich ursprünglich noch ein bisschen zurückhalten, weil ich die eigentlich erst zu 100% proven wollen würde, bevor ich davon berichte. Und zwar soll Moneyboy 98 Millionen Dollar an einem Investment verdient haben. Das hat zumindest der Rapper CNG in dem Stream behauptet. Um das festzuhalten, Thema Moneyboy. Also Moneyboy ist eh ein geiler Dude. Ich habe auch schon mal einen Song. Boah, CNG kriegt auch so viele Dislikes. Mit dem gemacht, der leider nie rausgekommen ist. Der war aber sehr geil.
Ich kenne Moneyboy auch schon sehr, sehr lange. Sehr krasser Rapper. Der Typ hat einfach 100 Millionen fast gemacht. Unglaublich, Digga. Der hat vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren oder so, hat er irgendwo investiert. Irgend so eine Firma, Getränkefirma und so. Und jetzt auf einmal, 10, 15 Jahre später, wurde dieses Getränk von einer großen Firma aufgekauft. Und dann hat er sich rausgekauft quasi, also sein Anteil ja nicht genommen und gesagt, ich geh raus. Es war einfach 98 Millionen. Konkret geht es darum, dass Moneyboy halt in die Firma Body Armor investiert haben soll. Und diese wurde halt von Coca-Cola für 5,6 Milliarden US-Dollar aufgekauft. Von Moneyboys Seite gibt es leider nur diesen Tweet hier. Official Statement. Das Gerücht, wonach Moneyboy mehrere Millionen Euro mit einer Investition in einen Getränkekonzern verdient hat, ist nicht wahr. Sowas würde nur jemand schreiben, der mehrere Millionen Euro verdient hat mit einem Investment. Das würde nur jemand schreiben, wenn er so, also ja. Moneyboy, Zwinker-Smiley. Ich finde es krass, dass Coca-Cola 5,6 Milliarden ausgegeben hat für Body Armor. Finde ich ein bisschen überteuert. Aber Coca-Cola hat scheinbar genug Kohle, aber 5,6 Milliarden für so eine Startup-Firma? Weiß ich nicht. Aber weil es halt ein Moneyboy-Tweet ist, muss es halt auch nicht heißen. Ich denke eher, dass der Tweet eher fürs Finanzamt geschrieben worden ist. Dazu war, glaube ich, gut zu wissen, dass Moneyboy übrigens in Body Armor investiert hat, steht übrigens außer Frage. Das hat er in dem Interview 2019 schon bestätigt. Es gibt diesen Sportsdrink Body Armor und den hatte ich schon sehr früh auf dem Schirm, weil ich den geahnt habe. So, ich habe so ein Feeling für Sachen, die krass durch die Decke gehen können. Naja, man weiß ja nicht, ob der schon früher das Geld rausgeholt hat oder so lange wirklich gewartet hat. Das ist die Frage, ne? Und das habe ich bei diesem Body Armor Drink schon früh gemerkt und habe da rein investiert über einen Kumpel, den ich noch aus Amerika kannte, wo ich studiert habe und der viel in diese Richtung macht. Und ich habe da ein paar Anteile mir gesichert und damit gutes Geld verdient, weil Kobe Bryant ist auch eingestiegen. Und ich habe das irgendwie gehört, Gerüchte zufolge. Und ich habe mir gedacht, wenn Kobe Bryant einsteigt in diesen Drink, und das war schon vor vielen Jahren, und dann habe ich gleich einen Move gemacht und Body Armor ist so explodiert, das wird jetzt von Coca-Cola vertrieben in alle Grocery Stores, in alle Walmarts, palettenweise. Und laut Raptastisch soll er sogar schon 2014 in die Firma investiert haben, wo das ganze Unternehmen natürlich noch ordentlich kleiner war. Also die Investition wird sich für Moneyboy wahrscheinlich sehr gut rentiert haben, aber ob er jetzt 5-stellig, 6-stellig, 7-stellig oder sogar 8-stellig verdient hat, kein Plan, weiß man momentan nicht. Cool Savage hat die ganze Aktion. Ich würde es Moneyboy gönnen. Ich würde es Moneyboy gönnen. Das wird aber auf Twitter so ein bisschen bestätigt. Er schrieb das hier dazu. Mich befriedigt es mit anzusehen, wie Rapper, die ihren Erfolg einzig allein über die Finanzen definieren, sich dem Boy jetzt unterwerfen müssen. Also wie schon gesagt, kein Plan, wie viel er dadurch jetzt verdient hat. Aber sollte ich es erfahren, spreche ich natürlich in der Show drüber. Deswegen, ihr wisst, was zu tun ist. Die YouTuberin Gnu hat eine sehr, sehr krasse Fitness-Transformation hingelegt. Also wer Gnu nicht kennt, sie macht halt echt viel so Gaming-Content, streamt live auf Twitch und sowas. Und wollte... Wie viele Mios hast du mit Beyond Meat gemacht? Ich hab nicht mehrere Millionen mit Beyond Meat gemacht. Ich habe fast eine Mio gemacht. Bin doch ein Kleininvestor, Leute. Ich kann nicht, so viel Geld mache ich nicht. Ich backe kleine Brötchen, wisst ihr? Kleine Brötchen. Ne? Ich mache hier mal einen Euro, da mal einen Euro. Es ist, man muss, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Kleine Summen, ne? Kleine Nummern. Ich wollte halt mal aus diversen Gründen, aber auch unter anderem wegen ihrer Rückenschmerzen, so richtig mit Sport durchziehen. Ich bin noch immer Geringverdiener, ihr wisst es. Und was man sagen muss, sie hat durchgezogen. Sie hat nämlich 3 Monate lang jeden Tag Sport gemacht und hat aus diesem Körper hier... Das ist so interessant, Escort würde mich anbieten. Okay, wie sieht der Körper denn aus? 5 Monate keinen Sport gemacht, vor 3 Monaten, okay. Diesen Körper gemacht, ey. Ja, not bad, Respekt. Absolut Respekt. Vor allem, sie sah jetzt nicht irgendwie so aus, als hätte sie jetzt ein ungesundes Gewicht oder so. Alles ist ja tippitoppi bei ihr und hat dann noch durchgezogen. Also ich habe immer das Gefühl, also gerade dann ist es noch schwerer, irgendwie einen Progress zu machen. Also Respekt, stark, richtig stark. Gut Muskeln aufgebaut, ist auch gut. Also gerade weil sie ja viel sitzt und viel zockt, ist auch gut Bauchmuskulatur, entlastet den Rücken, tippitoppi, das ist sehr, sehr gut. Gerade... Viele Gamer sollten auf jeden Fall Bauchmuskeln trainieren und generell Körpermuskulatur ein bisschen trainieren, weil wenn man viel sitzt, ist gut, wenn man den Rücken ein bisschen entlasten kann mit Muskulatur. Gnu, Real Talk, sehr, sehr strong und ich bin sehr gespannt, wie dann die Einjahrestransformation aussehen wird, ne? Deswegen zieh weiter durch. Es gibt eine YouTuberin namens Yolita, hat 250.000 Abonnenten, lädt halt Vlogs und Q&A und halt generell so, ich sag mal so sanften Content hoch und sie ist halt momentan schwanger und bei ihr ist halt jetzt während der Schwangerschaft eine ziemlich miese Sache passiert. Oh nein. Und zwar war sie jetzt zur Kontrolle beim Frauenarzt und... Oh nein, das ist keine gute News. Dort wurde ihr halt das hier gesagt. Und dann meinte sie, ich glaube, das ist noch ein Baby. Und dann hat sie weitergeguckt und dann sie, aber nee, das hat es nicht geschafft. Und ich so, wie jetzt? Das waren Zwillinge oder wie?
Und sie so, ja, das sieht ganz danach aus. Da ist eine Fruchthülle und da waren Anlagen und das wären Man sieht es ja hier auf dem Unterschau. Zwillinge gewesen. Boah, shit. Tut mir sehr leid. Ey, also klar, das Baby war noch nicht auf der Welt, ne? Und sie haben sich auch nicht auf Zwillinge eingestellt. Also sie wussten ja nicht mal, dass da zwei Wesen in ihrem Magen drin sind. Aber natürlich nimmt das die beiden krass mit. Na klar. Gerade in der Schwangerschaft ist man sowieso auch noch mal viel. Also ist man noch mal von den ganzen Hormonen und Gefühlen her, das ist schon ein sehr krasser Schock, sowas dann zu hören, ne? Also es tut mir sehr leid. Vor allem halt Julita, weil die ganzen Sachen natürlich in ihr schon eine heftige Nachricht. Ihrem Bauch passieren. Aber trotzdem war immer im Gedanke so, da wollte halt ein Baby zu uns kommen und es hat es nicht geschafft. Und das war für mich im ersten Moment als Mutter, wenn das halt in deinem Bauch passiert, schon ein ganz, ganz seltsames Gefühl. Ich kann das mit gar nichts vergleichen. Ey, ich wünsche der ganzen Familie auf jeden Fall. Also du kannst mir nicht erzählen, dass TJ nicht komplett zugekifft ist. Ey, ich wünsche der ganzen Familie auf jeden Fall sehr viel Kraft. Und auch allen Kindern nur die beste Gesundheit, egal ob geboren oder noch nicht geboren. Ihr wisst Bescheid. So, kommen wir mal wieder zu Top 3 Clips der Woche. Ihr habt vor einer Woche auf meinem Instagram wieder zwischen drei Clips abgestimmt. Aber ich möchte jetzt hier in der Show nur noch den Gewinnerclip zeigen, weil es auch manchmal dann so ein bisschen wiederholend ist, wenn man alle Sachen eh schon kennt. Deswegen, dieser Clip hier hat gewonnen. Ey, anonym, hör auf mich anzurufen. Was ist hier los? Warum hast du meine Nummer? Ja, ich bin da, bitte, Pizzafahrer. Kommen Sie doch. Warum hast du meine Nummer? Ja, ich bin der Pizzafahrer, bitte kommen Sie raus. Congrats, muss sagen, war auch ein Banger-Clip, to be honest. Dazu stimmt in meiner Story gerne wieder über den Top-Clip der Woche ab. Dort seht ihr dann halt alle drei Clips wieder, ne? Ansonsten, like das Video, abonniert hier gerne rein und ciao, wir sehen uns nächste Woche. Ja, war eine gute News-Show, hat man viel raus mitnehmen können.